wir haben bei uns, bei den Senioren, zwei reine Männergruppen. Wir haben aber auch gemischte Gruppen. Also jede Person ist herzlich willkommen ab 60 plus, sagen wir eigentlich. Und da ist immer auch gut, wenn sich die Personen bei uns melden, dass wir individuell schauen können, wo würde es ihnen am besten gefallen, passen auch vielleicht von der Leistung her, weil wir wirklich verschiedene Gruppen haben im ganzen Kanton. Die Leiter sind natürlich ausgebildet, die machen eine Leiterausbildung und wir probieren auch immer wirklich auf alle ein bisschen einzugehen. Das ist aber, ist klar, wir haben natürlich nicht ein Level in einer Gruppe, aber für uns Leiter ist es sehr oft auch spannend, halt daraus zu lernen, vielleicht auch in Gruppen, in Böschenarbeit, wo man nachher individuell eine Aufgabe geben kann. Also gesundheitlich ist natürlich sicher sehr gut. Du hast ein Krafttraining gehabt, es gibt gezieltes Krafttraining, du hast ein bisschen Rumpftraining gehabt, du hast Gleichgewichtstraining gehabt, du bist besser gewappnet. Sicher auch allenfalls Sturzprävention. Das ist eigentlich auch unser Ziel bei den Senioren. Die Männer sagen auch oft, du kommst, du weißt, heute ist Training, ich gehe, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so drum ist. Aber einfach das Soziale zusammen sein und gleich auch noch ein bisschen zu lachen, jemandem etwas zu erzählen und sicher nachher individuell in den Gruppen noch zusammen vielleicht etwas zu trinken. Ich kann jederzeit schnuppern. Am besten ist einfach, wenn die Person sich bei der Präsenektute anmeldet und sagt, ich habe Interesse, ich wohne vielleicht dort und dort, gibt es in der Nähe eine Gruppe, die allenfalls zu mir würde passen. Und dann fragt man meistens nachher so ein bisschen vom Stang her, ob alles gut sei, ob man auf etwas muss Rücksicht nehmen muss, ob er eher auf dem Stuhl möchte turnen oder nicht. Und jederzeit herzlich willkommen, aber am besten wirklich zuerst bei der Präsenektute anrufen, dass man ein gutes Gespräch suchen kann.